Herzlich willkommen zurück bei Lost Planet 3. Und hier steht die Tochter des Anführers und wir hoffentlich erfahren Komm, Jim, etwas Dankbarkeit. Mein Vater erwartet uns. Ja, der Vater, der schon gesagt hat, dass ich ein guter Schütze bin. Miyagi! Ein Ehrenmann. Und das in Nevek-Uniform. Was für ein Paradoxon. Du hast die, als würdest du sie gut kennen. Du warst auch mal bei Nevek? Vor langer Zeit, ja. Wir kamen von der Erde, wie du. Wir kamen, um die Wildnis zu zähmen, Feuer aus Eis zu machen. Wir waren nicht vorbereitet. Hör mal, Häuptling. Ich weiß nicht, was ihr durchgemacht habt, aber ich weiß, wie eure Chancen standen. Wir sind nicht hier, um euch zu schaden. Lasst mich euch helfen. Lasst mich mit meinem Boss Braddock reden. Ruhe! Es ist soweit. Sie strecken die Hand aus. Kommt aus der Kälte zu uns. Lange haben wir gewartet. Als sie flohen und wegflogen, war ich sicher, sie würden wiederkommen. Wenn wir diese Woche durchhalten, kommen sie sicher und holen uns. Nur diesen Monat durchhalten. Dann werden wir gerettet. Wenn wir ein Jahr durchhalten. Oder fünf. Oder zehn. Oder 36. Generationen lang haben wir ohne deren Mitleid überlebt. Unsichtbar. Im Tod. Immer wieder trotzend. Und du führst sie bis an unsere Tür. Sie garantieren uns Sicherheit. Wie du sollte sie besser kennen. Die Bestie, der er dient. 36 Jahre? Lass dich nicht entmutigen, Jim. Es ist viel von ihm verlangt und unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Du genießt trotzdem die Gastfreundschaft unseres Lagers. Vielleicht findest du ja etwas, das du brauchst. Und es ist gut, dass unser Volk sieht, dass du unser Freund bist. Der kleine Hintergrund. Wenn du bereit bist, komm zu mir vor das Tor des Lagers. Ist der besoffen oder was ist mit dem? Ah, schön. Erkunde das Lager. Naja, also das finde ich ja jetzt schon interessant. Also 36 Jahre bedeutet ja irgendwie, dass im Endeffekt die Menschheit trotzdem 36 Jahre noch irgendwie auf der Erde schon noch gelebt hat. Ich dachte, die Erde wäre irgendwie so ziemlich kaputt. Hey Kumpel, alles klar bei dir? Alter, der feiert sein eigenes Fest. Und für Insekten sehen die ziemlich faserig aus, diese Muskelsachen hier. Also die Akriden sind, glaube ich, nicht wirklich. Also das stand zwar mal öfter mal in irgendwelchen Reviews drin und so, dass das Insekten sein sollen, aber irgendwie viele davon bewegen sich auch gar nicht insektoid. Zum Beispiel diese komischen Hunde, die ich in Folge 5 bekämpft habe. So, kann ich mit euch reden? Ihr wollt alle nicht mit mir reden. So, wo soll ich denn hin? Hier irgendwie hin? Da kann ich ja noch gar nicht hin. Vielleicht kann ich ja mal hier aber einen hinter die Binde kippen. Hallo. Gibt's noch Chili con Carne? Boah, guck dir mal diesen Kadaver an. Das soll wahrscheinlich einer von diesen Hunden sein. Das sind auf jeden Fall irgendwie so eher säugetierähnliche Viecher. Keine Insekten. Oh, hier ist eine unüberwindbare Barriere. Hier kann ich nicht rein.
Bei den Töpfen ist auch nicht viel drin, muss ich sagen. Na ja, gut, in den großen kann man nicht reingucken. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Ich darf hier mit niemandem reden. Soll ich mal hier lang gehen? Ne, da geht's auch nicht lang. Hm. Mit der kann ich auch nicht mehr reden. Eigentlich muss ich ja laut dem... dem Wegweiser muss ich irgendwo hier lang. Ist das denn eine Tür hier? Hier geht's auch nicht weiter. Und das hier ist doch auch kein Tor. Ich soll da irgendwie dahinter gehen. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz die große Karte aufmachen. So, hier ist ein Weg durch. Ah, okay. Hier muss ich lang. Up, down, left, right. So, hier kann ich noch schwenken. Da oben geht es nicht lang. Ich muss hier irgendwie hin. Dann gucken wir uns das mal an. Muss ich durch dieses Tor... Ah, hier ist der Gang. Etwas versteckt. So. Ist das denn eine gute Wahl gewesen, so wie ich das gehabt habe? Ich vermisse ja so ein bisschen die Schrot. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe der Armbrust jetzt nochmal eine Chance. Aber tendenziell würde ich fast eher zur Schrot tendieren. Die Schrot in Verbindung mit dem Pulse-Rifle. Ist eigentlich nicht verkehrt. Ah, die haben sich hier aber schon echt ganz häuslich eingerichtet. Da kann man ja fast mal ein mit Freunden feiern gehen. Was haben wir hier? Ein Döner. Naja, fast. Oh, ich habe hier noch meinen Textlog. Auch mit. Und hat keiner gemerkt. Der Neue geht einfach mal ein bisschen klauen. Im Lager. Ich glaube, das meinte auch die Prinzessin, als sie gesagt hat, wir sollen uns mal im Lager umgucken. Meinte sie eigentlich genau, geht mal klauen. Ich laufe nochmal hier hoch. Was ist denn das hier? Hm. Bist du derjenige, von dem ich gehört habe? Unser neuer Held, der mit einem Riesenroboter durch die Einöde zieht? Ich weiß nicht, wo ich dich zuerst korrigieren soll, aber ich bin Jim. Aber es stimmt. Du bist ein Mann, der sein Glück sucht und dafür arbeitet? Ich bin ein freiberuflicher Unternehmer, also, ja, das bin ich dann wohl. Wunderbar. Ich führe eine ethologische Studie an den Albino-Taka auf EDN3 durch. Sicher hast du schon von denen gehört. Seltenere und scheuere Kreaturen gibt es auf dieser unserer Welt nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die noch nie gesehen habe. Genau. Und dadurch wissen wir, dass es sie gibt. Und durch das verräterische Geräusch ihres Balzrufs. Ich habe die genaue Frequenz isoliert. Wenn man ihn rückwärts abspielt, verfallen sie lange genug in Trance, um eine DNA-Probe zu entnehmen. Der Trick ist, sie zu finden, denn sie verschmelzen völlig mit ihrer Umgebung und man hört sie lange, bevor man sie sieht. Wenn du mir Proben ihrer DNA bringst, bringe ich dir Dinge bei, die deine Fähigkeiten verbessern. Hm. Nicht genügend Credits? Albino-Taka-Austausch. Ah, hier kann man sich andere Sachen holen. Mal gucken, was ist denn das? Nachladetempo. Oha, das wäre natürlich gut. Klimaanzug, Gesundheitsregenerationsrate und zwar ein ganzes, ganzer Happen. Und zeigt dir ein Zielkreuz an, wenn du blind aus der Deckung feuerst. Cool. Ja, das ist ja nicht uninteressant. Ich füge die Balzruffrequenz der Audioausgabe deines Armbandcomputers hinzu, sodass sie ständig gesendet wird. Und keine Sorge, Menschen hören das nicht. Ah, wie eine Hundepfeife. Klar. Was ist ein Hund? Die Albino-Taka sind über den ganzen Planeten verstreut. Also halte die Ohren offen, dann findest du zwangsläufig einen. Weidmanns Heil. Okay, und wie kriege ich dann mit, dass ich überhaupt den neuer Tab in den Sammelgegenständen freigeschaltet, okay. Interessant, interessant, interessant. Oh, hier darf ich nicht hoch. Das ist der restriktierte Bereich für den Wachposten. So, da bin ich ja mal gespannt. Da müsste ich ja irgendwann mal tatsächlich dieses Vieh dann sehen.
Über deinen Joblog kannst du immer nur eine Mission verfolgen. Das war mir schon aufgefallen. Ah, hier ist die Dusche. Ah, nee, doch nicht. Um deine Schuld zu sühnen, musst du noch eine Aufgabe erledigen. Ja, es gibt noch eine weitere Anlage von der ersten Kolonie. Wir kommen da nicht rein, aber vielleicht eine Maschine. Es gibt dort Ressourcen, die wir brauchen können. Vorräte und Waffen. Holla, Waffen? Ein wenig heftig für ein erstes Date. Meinst du nicht? Man bewaffnet ja nicht seinen Feind. Mein Vater glaubt nicht, dass du uns hilfst. Das hier wird ihn davon überzeugen, dass du uns nichts tust. Ich bin vor dem Abendbrot wieder zurück. Da wurde er aber schnell überzeugt. Aber ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe außerdem Lust, wieder mal ein bisschen hier unter Leute zu gehen. Oh, warte mal. Ich muss hier lang. Ist das denn jetzt die richtige Mission? Muss ich doch nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir jetzt die andere Mission hier machen von dem Verrückten. Sicherheit. So, was ist denn hier? Benutze den DNA-Tagger. Ja, das sieht okay aus. Ich sehe da die Mission von dem Verrückten gar nicht, aber egal. Gehen wir einfach mal weiter. Obwohl ich ja ein unsichtbares Akridenvieh durchaus gerne mal sehen würde. So. Den Weg kennen wir ja irgendwie schon. Waffen und was war das noch? Munition, Waffen und noch irgendwas. Pickett's Folly. Sie auch immer so schöne Namen dafür gehabt haben. Nicht Sektor A, Quadrant B. Wäre eigentlich viel sinnvoller, oder? Pickett's Folly. Und wieder bin ich allein unterwegs. Ah, war ich hier schon? Bin mir nicht sicher. Doch, hier war ich wohl schon. Wie, ich muss jetzt da nochmal hoch in die gleiche Anlage. Oder ich darf weitergehen, das könnte auch sein. Ich mag ja diesen Bereich. Ich finde das ganz gut, dass ich hier nochmal durch darf. Muss. Soll. Da sind wir letztes Mal raufgegangen. Oha, was denn hier? Wie soll ich denn die wegmachen eigentlich? Ah, ich weiß, wie ich die wegmachen kann. Mal hier. Kann ich nicht treffen? Doch, kann ich wohl. Geil. Ah, kommt ran. Wir fliegen. Pam. Wo ist denn noch eine? Da sind noch welche. Wuhu. So. Nochmal. So, die sind ja alle relativ easy zu kriegen. Das war's? Okay, das war wahrscheinlich nur eine kleine Fingerübung, damit wir mal mit dieser Seilwinde so ein bisschen Kampfgeschehen mitbekommen. Mal gucken, ob wir es gleich etwas ernster einsetzen müssen. Da hinten liegt was. Da muss ich mal kurz hingucken. Da liegen T-Energie. Behälter. Die nehme ich doch da direkt mit. Und ein Textblock. ...200 geben die immerhin. Er hat direkt 600 aufgesammelt. So. Andere Richtung. So, da geht's lang. So, guckt euch nochmal dieses Lavafeld an. Warte mal. Ich muss das nochmal... Ich konnte das ja letztes Mal nicht so richtig angucken. Guckt euch das an. Das sieht schon cool aus. Da kann man mal nichts sagen. So, wie kann ich das machen? Ach so, hier. So mal durchgucken. Nicht schlecht, oder? Einfach schön. Ich meine, genau deshalb ist halt, sind halt Spiele auch zur Kunstform geworden. Man muss diesem Design auch mal seinen Respekt zollen.
fast schon ein bisschen meditativ hier. So, damit ist die Anlage schon mal offen und ich glaube, den muss ich jetzt wieder hier parken, ne? Der kann ja da wirklich selbst im geduckten Modus nicht rein. Dann würde ich sagen, zack, geht's raus. So, was soll ich jetzt mitnehmen? Das ist die große, große Frage. Ich habe ja gesagt, ich gebe der Dings nochmal hier eine Chance. Sicherheitsanlage wird betreten. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Tschüss.